So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, freue mich auf jeden Fall sehr. Und ja, heute mal wieder zu einem weiteren Tauben-Update. Ihr seht schon, wir sind gerade draußen, hier die Jungen. Er hat gerade schon getrunken. Und ja, die sind hier draußen. Mehrere. Manche sind auch schon wieder drin. Fliegt auch schon wieder eine hoch. Die sind hier schön draußen. Haben sich da oben auf dem Dach auch noch gesonnt. Waren schön baden. Und ja, ihr seht auch schon, Lucky ist auch draußen. Der, ja, den haben wir jetzt auch endlich mal nach draußen gesetzt, damit er auch mal draußen ein bisschen rumflattern kann und auch mal ein bisschen fliegen üben kann. Werden wir uns gleich am Ende, werde ich auch noch einmal zeigen, wie Lucky bis jetzt, also was er bis jetzt schon kann beim Fliegen. Aber so geht es Lucky eigentlich ganz gut. Der hat auch Spaß hier draußen mit den anderen. Die Jungen machen auch was mit dem, also der ist oft bei den Jungen, bei den anderen Jungen, die sitzen oft bei dem. Die Älteren, also die alten Tauben natürlich nicht, die fliegen hier rein und raus, bauen Nester und so. Ah ja. Gehen noch mal eben, gucken wir eben die anderen beiden Tauben. Die anderen beiden Jungtauben. Da haben wir noch die rote Jungtaube. Also hier oben sitzt noch eine andere. Die guckt da. Da haben wir noch die junge rote. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich finde auf jeden Fall die rote Farbe, dass die auch nicht so richtig dunkel ist. Weil also der Vater ist ja mehr dunkel als sie jetzt. Die ist ja eher heller. Finde ich auf jeden Fall, sieht sehr schön aus. Und ja, das so erstmal zum Update. Tauben sind ja jetzt eigentlich so gut wie ausgewachsen. Und jetzt dann kommt bald, irgendwann im Herbst, kommt dann die Mauser. Und dann sind die dann auch richtig erwachsen. Wirklich was ändern tut sich bei denen jetzt nicht mehr. Bis zur Mauser eigentlich. Und ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns jetzt nochmal an, was Lucky bis jetzt vom Fliegen ja alles schon so kann. Und ich würde auch sagen, in den nächsten Videos gucken wir uns nicht immer mehr so oft die anderen Jungen an, sondern gucken uns noch öfter eher Lucky an, weil bei den anderen Jungen gibt es jetzt eher nicht mehr so viel Neues. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was Lucky bis jetzt so kann. So, wir sind jetzt hier auf meinem Trampolin. Haben wir heute auch wieder frei gemacht. Und ja, von hier lassen wir Lucky jetzt starten. Ich halte den hoch und dann fängt er an zu fliegen. Und ja, dann gucken wir mal, was er schon alles kann. Also ich finde, dafür, dass er so ein krummes Bein hat und wirklich ja, ein großes Handicap hatte und bis jetzt noch nicht wirklich raus konnte und fliegen konnte, macht er das auf jeden Fall schon sehr gut. Ich gehe auch davon aus, wenn er jetzt jeden Tag so weiter trainiert, der wird dann auch... Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass sie auch richtig fliegen werden können, aber vielleicht nicht so große Strecken, aber zumindest, dass er mal selber von unten auch starten kann, irgendwo hochfliegen kann, auf ein gerades Dach oder so. Da gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass er das auf jeden Fall noch schafft. Und ja, dann würde ich sagen, das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!